Hallo alle zusammen, wir machen heute mal wieder einen Low-Carb-Kuchen. Und zwar der Ofen heizt schon mal vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich gebe jetzt einmal hier gemahlene blanchierte Mandeln in die Schüssel. Dann geht es weiter, entweder mit Erythrit oder mit Xylit. Ich muss das mal wieder zu Puder malen. Ich tue es ja eigentlich immer zu Puder malen. Der Unterschied ist einfach zum einen, dass Xylit weniger Kalorien hat und Erythrit hat gar keine Kalorien. Und Erythrit süßt zu 70% im Vergleich zu Zucker und Xylit zu 100%. Also deswegen sind da auch dann unterschiedliche Mengen. Ich habe jetzt Erythrit angegeben und genau, aber ich kann auch Xylit angeben. Dann geht es weiter mit etwas Pulvergelatine. Und das sind auch schon unsere trockenen Zutaten für den Boden. Jetzt kommen die Eier. Also die Menge und so, das steht ja alles unterm Video in der Infobox. Ich werde wieder meine 18er Springform nehmen. Solltet ihr irgendeine andere Form nehmen, dann steht unterm Video auch die Umrechnungstabelle. Die ist verlinkt, wo ihr ganz einfach jegliche Form dann umrechnen könnt. So, ich tue jetzt erstmal die Eier verrühren, bis ich dann die trockenen Zutaten dazu gebe. So, eben hatte ich ein Rührgerät von meinem jetzigen elektrischen Rührer drin und eins vom alten. Und ich habe gedacht, warum kleppert denn das so komisch? Ja, deswegen musste ich das jetzt erstmal wechseln. So, und jetzt verrühren wir noch einfach die trockenen Zutaten unter. So, jetzt geben wir den Teig in die Form. Und dann geht es auch schon ab in den Ofen. So, unser Boden war 20 Minuten im Ofen und ist jetzt soweit abgekühlt. Jetzt brauchen wir einmal Sahne. Dann brauchen wir Schmand. Dann brauchen wir Frischkäse. Da muss dann jeder selber für sich entscheiden, ob er Doppelrahmstufe nimmt oder die Light-Version. Dann brauchen wir entweder wieder Erythrit oder halt Xylit. Ich habe das jetzt zu Puder gemahlen. In erster Linie geht es mir darum, wenn man Erythrit benutzt, weil das ja so einen kühleren Geschmack hat. Und ich finde, dass der dadurch dann genommen wird, wenn sich das besser verteilt. Dann brauchen wir Vanille. So, das verrühren wir jetzt erstmal. So, und wenn wir das haben, brauchen wir noch etwas Sofortgelatine. Also ihr könnt natürlich auch Blattgelatine nehmen. So geht es halt einfach nur einfacher. Und das verrühren wir. So, das verstreichen wir dann einfach auf unseren Boden und dann geht es auch schon ab in den Kühlschrank. So, und das ist jetzt unser Kuchen. Bisschen versteckt, so sieht das Ganze aus. Und wir probieren mal. Ihr könnt natürlich da gern auch noch Erdbeeren und so mit reingeben. Super lecker, super cremig. Wie gesagt, gibt ja gerne auch noch Beeren mit rein, wenn ihr mögt. Und deswegen gibt es nichts mehr dazu zu sagen, außer eins natürlich. Macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!